herzlich willkommen zur nächsten Folge Die Sims 4. Ich bin die Emmy und wir machen mal weiter. Wir waren Polizei, beziehungsweise wir waren mit ihr auf der Arbeit und haben ja ein paar Verbrecher durchsucht, Fingerabdrücke genommen und ja, war schon nicht schlecht. Also ich mag an die Arbeit die Erweiterung, ich mag das wirklich. Es wäre schön, wenn es nicht nur drei Jobs wären, die man da machen kann, sondern wirklich mehrere. Nee, Moment, ist sie... Nee, sie schreibt doch gar nicht, dann brauchen wir das gar nicht machen. Sie ist ja unsere Ärztin, stimmt. So, gucken wir mal, ob wir mal mit jemandem... Ich glaube, wir gehen... Können wir niemanden... Mit niemanden... Ja, reisen können wir. Plaudern wir mal mit jemandem. Nehmen wir die Lea, mit der plaudern wir jetzt. Vemboy Barovi, Gungane Ansa, Befete Pelka, Kumiao Bushar Sposhim, Rinka Shalbo, Spobani. Ja, er ist jetzt alleine zur Arbeit, weil wir können immer nur mit einem auf die Arbeit zusammengehen. Und da ist er jetzt alleine gegangen. Von wann bis wann muss er arbeiten immer? Moment, erstmal gucke ich, ob wir mit ihr jetzt... Nee, wir müssen mit ihr noch einmal zur Arbeit. Und dann hätten wir den Aufstieg geschafft. Lindsay möchte vorbeikommen, abhängen, ist das in Ordnung? Klar. Obwohl so spät, so ein kleines Mädchen noch. Die müsste dann jetzt gleich auch direkt hier irgendwo zu sehen sein. Du räumst mal auf, bis die Kleine kommt. So, und wenn wir dann noch einmal mit ihr mitgegangen sind, damit sie aufsteigen kann, werden wir dann mit ihm mitgehen. Und er hat jetzt gleich auch Feierabend, kommt nach Hause. Er ist ziemlich kaputt, hat Hunger. Und ja. Ich lasse das jetzt mal selbst reparieren. Ja, ist ja gut. Du bekommst ja schon dein Futter. Bist ja auch noch nicht dick genug geworden. Und da ist die Kleine schon. Spielen die jetzt von alleine neu oder sitzen die nur und unterhalten? Ich klick's einfach nochmal an. Sie fühlt sich unwohl oder bestimmt hier deswegen. Ja, sie braucht ein bisschen sozial, sonst hätte ich sie jetzt nämlich was schreiben lassen, beziehungsweise weiterschreiben lassen. Ich glaube, sie hat schon ein Buch angefangen. Wir hatten ja mit ihr ein Buch angefangen. Und er geht jetzt erstmal direkt schlafen. Dann machen wir sauber, damit die sich nicht so unwohl fühlt. Sie hat Spaß beim Putzen, das ist schön. Ach Gott, hier auch. Sibiwom, Jasper, Lamy.
Hooray. Huh? Oh. Müll leeren. Das lohnt sich gar nicht, da kommt ja immer mehr durch. Dadurch, dass das kaputt ist, kommt immer mehr Pfütze dazu. Deswegen bitte erstmal reparieren. Ich weiß, sieht alles noch ein bisschen kahl aus und wir könnten definitiv unser Einzelhandelgrundstück zumindest schon mal kaufen. Ich glaube, das machen wir auch. Lassen wir sie das machen? Ja. Ich will wenigstens schon mal das Gefühl, ein bisschen weitergekommen zu sein. Da haben wir wenigstens schon mal das Grundstück. Und zwar wollten wir dieses kleine Grundstück hier haben. Und das haben wir jetzt. Ich weiß nicht, ob dieser Einzelhandel jetzt zu an die Arbeit gehört oder zu, genau, hier, ich sag's mal kurz zu Ende, oder ob es zu Gaumenfreunden gehört, das weiß ich jetzt gerade mal nicht. Und hier haben wir schon, bevor man hier irgendwas machen kann oder kaufen kann, muss man dem Einzelhandel Geld von der Haushaltskasse geben. Kann das natürlich auch umgekehrt, wenn er viel mehr abwirft, wenn mehr Einkommen erzielt wird mit dem Einzelhandel, kann man es natürlich auch ans Haushaltsbudget weitergeben. Oder je nachdem wie viel. Aber hier, ich mache es mal mit Haushaltsbudget und dann nehmen wir mal einfach nur die 60. Und so, und somit haben wir jetzt eingezahlt. So, dann haben wir hier dieses Zeichen, wo wir draufklicken können für eigener Betrieb. Und Moment, ich habe ja Geschäftsbudget, die 60 habe ich jetzt eingezahlt von unserem Haushaltskonto. Das ist jetzt hier weg. Hier steht verkaufte Objekte, Ausgaben und Verkaufsgewinn. Gewinnspanne, das habe ich mir jetzt auch noch nicht. Hier ist eine Statistik. Mitarbeiterkleidung, kann ich noch nicht klicken. Wir brauchen Mitarbeiter und hier sammeln wir Punkte, diese Punkte und können uns dann, je nachdem das hier, also so wie bei den Belohnungen, bei den Sims-Belohnungen, ist das auch hier bei dem Geschäft, dadurch hat man ein paar Vorteile. Ja, viel mehr können wir jetzt hier nicht machen, für 60 Simoleons können wir hier nichts machen, aber wir haben schon mal das Grundstück, das ist auch schon mal viel wert und das ist genau neben unserem Haus. Das ist dann sehr praktisch, wenn es direkt dann nebenan ist. Schön, dann haben wir jetzt zumindest schon mal unser Grundstück. Und sie schicke ich jetzt genauso schlafen, nicht sitzen, schlafen. Ihn hatte ich doch auch schlafen gelegt. Oder nee, ich mache jetzt erstmal das Sozial, wenn sie schon mal gerade hier ist. Weil die ist so auf gelb, die Anzeige.
den Tag verschönern. Was heißt Tag? Es ist gleich schon 10. Wimpy Newlets, Zap and Quar. Prom Pompey. Who's like Jeffro? Starno Vosh? Hmm? Mm. Yipso. Parnaquab Dufa? Samba. Ein sehr angenehmes Gespräch scheint mir. Oh, können die aber schnell reden. Dass die immer alle meinen, die dürften einfach so an den Computer gehen. Jetzt wird es schneller gehen, weil ja alle drei Haushaltsmitglieder... Ach nee, geht nicht, weil sie noch da ist, glaube ich. Gut, dann machen wir es von alleine schneller. Und da ist einer vorbeigerauscht. Sie darf bis 0 Uhr irgendwo bleiben, beziehungsweise ist ja gleich 1. Manfred ist ein Romantiker. Ja, um 2 Uhr muss sie mal endlich los, nach Hause. Ganz alleine geht sie nachts um 2 Uhr nach Hause. Was für eine Sims-Welt. So, wann muss sie zur Arbeit? Um 8 Uhr. Da haben wir noch etwas Zeit, dann schicke ich sie mal so. Aber zuerst lassen wir sie schnell, ob das geht. Oder ob die sich in die Quere kommen, wir werden sehen. Nee, hat glaube ich gerade so geklappt. Machen wir das mal ein bisschen schneller. So, sie hat jetzt alles. Mülleimer ist leer. Hat das schon jemand gemacht? Oder eigentlich nicht? So, bei ihr ist alles voll. Bis zur Arbeit kann sie ruhig noch ein bisschen schreiben. Ich glaube, sie muss auch, aber sie schicken wir dann jetzt schön duschen. Und dann kann die Arbeit fast auch schon losgehen. So. Genau, raus mit dir. Muss nicht überall dabei sein, Mädchen. So, ein bisschen spielen, ja. So, dann geht's jetzt gleich auch mit ihr schon los. Und kurz bevor es losgeht, würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem etwas gefallen. Und dann sage ich mal, genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.